Ach, du musst hinter mich, gell? Wie langsam ich da ankommen. Wagenar nevale je hab ukrum. Da je umbrin tu krum. Sodonido du oder honom. Ah, diese Story. Total. Ich fiebere total mit. Aber, ja. Also vergiss nicht, hinter mich zu gehen, gell? Ja. Außer du willst einen, ne? Eine Wiederbelebung. Ich bin Fan von Wiederbelebungen inzwischen. Es gibt bestimmt irgendwie einen Erfolg von wegen, belebt deinen Kumpel 10.000 Mal wieder. Den kriegen wir schon. Was? Ah, genau, achso. Geist, du. Ja genau, jetzt kommt der, ah ja, der Bosskampf ist ja voll lang. Stimmt ja. Wow, Dampf und Stein, oh ich bin tot. Okay. Hol mich mal zurück. Ja, warte, ich hab Angst. Wo bist die, du? Die haben ja wieder Teleport, die Viecher. Ja, aber bist so geil. Du gerade rangeflogen, bitte. Ich hab keine Ahnung, ich bin irgendwie durch dein Ding da. Hilfe, du musst hier die töten. Ja, sobald mal der Schild weg ist. Nicht mich. Alter. Ich muss mal kurz ein Blitzschild machen, bevor du mich umbringst. Ich dich töten? Gar nicht, ich versuche nur zu überleben. Warte, bevor wir das Level beenden, muss ich noch die Waffe nehmen. Ah, Moment. Hier kommt auch noch einer. Das war knapp. Die müssen wir einfach runterschubsen, dann war's das. Ich bin tot. Hilfe. Vorsicht, du bist nass, du musst einfach nur überleben. Warte, ich kann noch ein Schild gegen Wasser machen, oder? Kannst du auch machen, ja. So. Danke. Moment. So. Ich finde jetzt, wir stellen uns nicht so doof an. Nur ein bisschen. Ach, Ivo. Schubst ihn doch einfach runter. Nein. Bup. Oh. Fuck, ich hab die ganze Zeit schon Blitz auf mich selbst gewirkt. Also dadurch, dass ich noch nass war. Ey, Alter. Oh, scheiße, das bist ja du. Ja, ich schau so bedrohlich aus, ne? Ja, total. Okay, ich war nass, okay. Hilf mir, Hilfe! Wo ist der andere? What Achso, the... das... I just broke the game. Yep. Ah nein. Hilfe. Du bist doch noch gar nicht da. Nee, ich bin tot. Ja eben. Die ganze Zeit. Ja. Deswegen frage ich mich gerade, warum du Hilfe schreist. Weil du mich wiederbeleben sollst. Ich bin übrigens auch tot. Hast du gar nicht. Danke. Ich will diesen verdammten Stab, danke. Übrigens, es sollten, glaube ich, noch so Dämonen kommen. Die droppen dann wieder so ein Bein, gell? Das ist mir egal. Nein, mir aber nicht. Oh fuck, ich hab mich durch mein eigenes Schild runtergeschmissen. Und damit ist auch der letzte Notfallteleport abgegangen. Und ich hab natürlich nicht dran gedacht, den Notfallteleport zum wieder raufkommen zu benutzen. Du Held. Bam. Nein, ich hab sie geheilt. Total. andere Frage wie... Achso, ich wollte gerade sagen, wenn er da oben nicht runterkommt, dann haben wir ein Problem. Ich frage mich, ob das tatsächlich so ein bisschen Ghostbusters-mäßig sein soll, dass man die Dinger, die Strahlen so komisch verbindet. Weißt du, was ich gerade ganz cool finde? Dass ich die ganze Zeit oben einen Balken im Screen drin hatte. Ja, der Lebensbalken, oder? Nee, ich hatte die ganze Zeit das kleine Fenster von der, vom Anruf von Skype. Das ist professionelles Aufnehmen. Ich hab hier ein paar Heilminen hingelegt gehabt. Ja, danke. Ich hab's gemerkt. Ich leg mal ein paar neue hin. Uh-huh. Jetzt kann der Gegner sie ja nicht benutzen. Blup. Nein, lass sie, weil wir brauchen ihre Stäbe. Hat's auch. Ich hab derzeit keinen Spezialstab wie du. Was hat denn der in der Hand? Du musst ihn schnell nehmen, wenn er stirbt, ja? Ich bin tot. Wollte gerade sagen. Wenn er stirbt, ganz schnell den Stab nehmen, weil... Ja, deswegen muss ich nah ran. Weggebeamt. Das war zu langsam. Ja, war zu langsam. Das heißt, jetzt müssen wir einfach den ersten... Ah, guck mal, die sind schnell tot. Kann ich dem seinen Stab nehmen, mal... Nein, fall nicht runter! Er ist runtergefallen. Morgul-Klinge, wir haben hier Lizenzprobleme. Nö, überhaupt nicht. Ah, da hängt was an mir dran. What the? Haben wir schon umgebracht? Ach, ja, aber schnell. Der hat Donneraura. Hoppla. Dankeschön. Gerne. Warte. Ah, das ist nicht viel.
Nimm ihn doch! Schön wär's! Weiß nicht, was du für ein Problem hast! Branikus, Minus, hört sich an wie Russisch. Da ist bei dir auch das I gerade weg gewesen, weil er Computer mit Buchstaben nicht darstellen konnte. Ich mache mir jetzt gleich mal ein Blitzschild. Okay. So, also, tun wir das. Doch, man kommt durch. Okay, danke. Mein einziger Gegner, das warst du. Was zur Hölle? Ja, mit was? Ich hab dich gar nicht getroffen. Du hast mich mit dem überhaupt, also mit dem ohne Element runtergeschubst. Nein. Natürlich. Nein. Ich hab's auf Video. Ich hab mindestens... Ernsthaft? Scheiße. Ich hab mindestens 60 Leute, die das gezeugt werden. Ach ja, wenn so viele Leute deine Videos gucken würden. Ich bin krank. Genau, so viele wie... Keine Sorge, ich gebe damit nicht an. Ich bin tot. Auch nicht mehr. Hilfe! Ist das tot? Hilfe! Ach ja, ach, Grimni ist tot. Ich lebe noch ganz knapp. Das ist so ein Penner. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen, überhaupt nicht. Wie er noch so voll viel Blut in den Mund hat. Wenn's so ein Mund wäre. Der Nicht-Vampir. Ja, der Nicht-Vampir. Bestimmt gerade ein Schwein gerissen. Oder noch einen schmackhaften Highlander? Ja. Aldere Heim. Ja, ob da. Warte. Na, schau. Links der Other Forest und rechts. That Other Forest, ja. Und da die Boring Bay. Und unten der beste, der Disappointing Forest. Oder oben gibt es auch The Island Really. Ah, dieses Spiel, ne? Einen Meister der Marquis. Nur er könnte ihnen dabei helfen. Ja, der Meister der Marquis, ne? Nur der kann uns helfen. Oh, ein bisschen. Jetzt bald sind wir an der Stelle, wo ich damals aufgehört habe. Okay. Ja. Ah, nee, das sehen wir auch, warum das der Turm da kaputt war. Ja. du weißt was? Du stehst in einem Staubhaufen drin. Ich seh's. Aber sag mal, das ist eine Anspielung an Back to the Future, oder was? Dass man da so reinrauscht. Ich denke mal, ja. Ich denke mal. Willst du jetzt wirklich schon aufhören? Es ist fast 2 Uhr. Ich muss morgen aufstehen. 20 Minuten haben wir noch. Ja, komm. Bis 2 geht noch. Dann kann man die schön immer in 20 Minuten. Na gut, bis 2 geht's noch. Das macht gerade so viel schön Spaß. Ja, haben wir wirklich schon um 11 Uhr angefangen? Ich weiß es gar nicht. Um 12, doch um 11, ja. Ja, wir haben eine Weile aufgenommen. Also 3 Stunden haben wir jetzt. Wie viele Parts lassen sich daraus machen? Kurzes 3. Mathe. Ich wollte dich gar nicht abschließen, ich wollte eigentlich nur mich heilen. Du weißt nicht, wo ich bin. Ich bin unsichtbar. Verdammt. So krass. Kommst du runter? Ah, haben wir jetzt den Teleport erlernt? Ja, lauf einfach zu mir runter, das geht schon. Warte. Ich muss mich erst frei von Feuer machen, bevor ich, frei vom... So. Du bist so ein Assi. Ich weiß. Ich bin so froh, dass ich im Real Life nicht mit dir befreundet bin. Was? Ja, du bist nicht einer, der dann immer auf der Straße so einen auf die Straße schubst und da voll lacht dabei. Wenn ein Auto kommt, ja. Ja, genau. Ja, ich öfters. Hast du gesehen, wie der Matthias gerade zerquetscht wurde? So. Guck mal, sein Kopf. Du heißt also Matthias. Okay. Nein, ich heiße nicht Matthias. Das ist ein Kollege von mir, ist Matthias, der hat heute Geburtstag. Grüße an Matthias. Achso, alles Gute. Gestern hat er Geburtstag. Dann ist ja schon, alles Gute. Ist ja schon nach 12. Komm hier auf, mach mal. Ah, mach mal auf. Hilf Feuer. Ah. Und Steine. Das ist okay. Ist okay. Ist aber glaube ich schon leer, oder? Den kann man nicht nochmal rausholen. Ah doch. Doch. Was? Erhalten, gewöhnlicher Zauberstab. Ja, weil ich hab den bekommen. Ja, wir müssen aber gar nicht rein, oder? Den Stab des Weisen Meisen. Krass. Erhöht Lichtreichweite. Ich bin sowas von nicht neidisch. Guck mal. Upf. Oh, wie cool! Was? Wie hast du das gemacht? Mit dem Stab. Ach, weil geil. Der fügt, also der wahrscheinlich Furcht an die für die Gegner. Und die zählen als Gegner. Das ist geil. Kann ich nicht mehr machen. Was hat denn der für eine Abklingrate? Wahrscheinlich schon lange bei sowas. Geil! Ist ja geil! Das ist cool. Behalt den mal ein bisschen länger.
Stirb nicht gleich wieder damit. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie schwer. Ja. Also und das hier war der Plot-Twist, von dem der Matthias geredet hat. Nein, das war noch nicht der Plot-Twist. Nein! Der kommt erst noch, der krasse Plot-Twist. Ja, stimmt. Ja, der Plot-Twist. Guck mal, jetzt müssen wir gar nicht so, sonst können wir auch rüber teleportieren. Könnten wir, ja. Wenn ich es richtig eingeben würde. Ah, warte. Hallo. Ich mach jetzt nie wieder Hast, ich mach nur noch Teleportation. Scheiß Magier, ne? So, voll, wir sind Magier, wir können das. Was? Türen für den Arsch? Braucht keiner. Excalibur, Son of the Deep, take me on your way. Aber irgendwann fangen die Finger an weh zu tun, wenn man das die ganze Zeit macht. Ich kann den Rhythmus nicht. Ich hab eh schon meine Finger voll verkrampft inzwischen. Was? Von was denn? Vom Spiel. Von diesem Spiel. Wo hast du eigentlich die Meteor gefunden? Die Meteoren-Marquis? Das wüsste ich so gerne, wo ich die gefunden hab. Ich weiß echt nicht. Müssen wir gleich mal gucken, wenn du schlafen gehst und ich noch off bin. Kannst ja danach suchen, wenn du willst, ja. Das ist doch geil. Könnte genauso gut durch den Weg durch die verlassenen Jahrminen nehmen. Genau, verlassen. Ja. Da gibt's nix. Ich finde die Anspielung mit den Minen so geil. Ja. Ich liebe es. Sie gruben zu gierig und zu tief. Genau. Ist doch geil jetzt. Ich meinte, die Jahrminen wären verlassen und absolut sicher. Das sehen wir die wohl nicht mehr wieder. Vor allem sie lachen. Voll assi. Eitle Magier, wir teleportieren uns schon so da so rein wie so Bonzen. Das war so, da sind wir. Seht mich an. Wir hätten uns eigentlich auch durchs Tor teleportieren können, oder? Durchs verschlossene. Gute Frage. Also ging ja nicht wegen der Cutscene, aber... Ich glaube, das Piepsen, was ich gerade bekommen habe, ist, weil mein Headset gerade leer geht. Ein tolles Wireless-Headset. Tolles Wireless-Headset. Man hört auf jeden Fall gerade einen Knacksen. So, gut. Was hast du gerade gesagt? Ich war gerade weg. Ich habe gesagt, man hört gerade ein Knacksen. Hast du gerade eingesteckt, oder? Ja, genau. Ich habe gerade gerade dieses Kabel befestigt. Ein Knacksen. Es ist halt ein bisschen doof, dass man nur aufladen kann, solange der Computer auch an ist. Das ist malig. Gibt's kein Netzteil? Boah. Netzteil? Es ist spät. Ich habe bis jetzt auch keins gefunden. Jojojo, die Minen durchqueren, wir haben es gecheckt, Alter. Tu nicht mal hier. Tours flat, ne? Ja. Bra. Nur um zu unterstreichen, dass er kein Vampir ist. Ja, Vampire machen solche Geräusche auch nicht. Jetzt kommen gepanzerte Goblins. Macht nix. Achso, doch, macht doch was. Verdammt. Der war gut. Der war sehr gut. Ja, alle Schilde mit einem Schlag, aber ich glaube, mit Chaos wäre es noch besser als mit Arkan. Ah, Hilfe! Achtung, mit Flammenbogen. Schon wieder tot, ja? Nö, du. Weißt was? Du brauchst mich nicht warnen, ob irgendein Gegner mit irgendeiner Waffe kommt. Dein Stein tötet mich so oder so. Also, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Es war aber nicht mein Stein. Kommt da rein? Rein schon. Ah, doch. Hier findet man. Ja. Oh, wie fies. War das einfach am Boden, oder was? Ja. Das war da einfach so drauf. Das wusste ich noch. Geh mal weiter vor. Moment. Was ist weiter vor? Ich will aber nicht sterben durch dein Gewitter. Pff, tust du nicht. Pass schon auf. Ja, stimmt. Und tschüss. Geh mal... Oh, da kommen wir auch weg. Der Gegner ebenfalls... Mach den Schild. Ich bin tot. Ich auch. Aber wenn man sich ein Schild vorher macht, ein Blitzschild, dann kann man es überleben.
Ja. Muss einfach vor dem Blitzschild machen. Man überlebt es auch, wenn man ein ganz normales Schild macht. Also eigentlich in der Theorie. In der Theorie. Oh, Flat, halt die Fresse. Bitte. Flat, halt die Fresse. Halt die Backen. Los, Cola, Cola, mal, Cola. Fisser. Ich hab keinen so tollen Stab, dass meine Strahlen unendlich sind. Das ist. Geh mal weg da. Das war doch die Furchtding auf deinem Stab. Nicht vergessen. Ah ja, stimmt. Stimmt. Stimmt ja. Hey übrigens, da in der Höhle liegt so ein toller Zauber. Ne? Echt? Ja, warte mal, ich probiere mal aus. Warte, warte. So, jetzt ausprobieren. Ich kann doch in den Aura reinnehmen. Ah! Nee, er hat dich nicht erwischt, also er hat dich nicht getötet, kein Schaden gemacht, aber da lauf nicht raus! Ein so ein Blitz macht 10.000 Schaden, geh in die scheiß Höhle rein, bitte. Ach so, die Höhle ist auch mal als Schutz, ja, stimmt. Ach du Scheiße. Boah, Gott, war das. Boah, war das mies. Ich war nass und wollte mir ein Blitzschild machen. Und ich dachte mir schon, was macht denn der für ein Damage?